Die erste Lesung, die wir gehört haben aus der Offenbarung des Johannes, ist eine beeindruckende Vision, aber man könnte sich auch fragen, was der Johannes vorher gemacht hat, dass er solche Visionen hatte. Die Kirche ist der Überzeugung, dass sie direkt von Gott kommen. Das zu glauben fällt einem manchmal schwer, weil sie so fremdartig sind, so abgehoben. Wenn er dann berichtet von den Engeln, die da irgendwelche Dinge tun, die mit dem Siegel des lebendigen Gottes besiegelt sind, dann, dass sie irgendwelche Menschen bezeichnen mit irgendeinem Zeichen, dass da irgendwelche Ältesten und ganz merkwürdige Lebewesen sind, die sich vor dem Thron Gottes niederwerfen und ihn anbeten, da können schon einem Zweifel aufkommen, dass ob es so ist. Aber die Bibel ist die Bibel. Wir glauben daran oder wir versuchen es wenigstens. Und hinter dieser Vision, die Johannes hatte, steht auch eine Wahrheit, die Gott uns Menschen offenbaren will. Und so lohnt sich, ein bisschen hinzuschauen, was eben in diesem Text so steht. Da gibt es zuerst die Engel, die der Erde Schaden zufügen. Die erste Frage, die aufkommt, wie kann Gott das eigentlich verfügen, dass er seine Engel schickt, die diese Welt zerstören? Das weiß ich nicht. Da bin ich echt überfragt. Was ich mir dabei denke, ist, dass es ein Bild dafür ist, wie diese Welt ausschaut. Es sieht so aus, als ob das Leid nie ein Ende nehmen würde. In vielen Gebieten dieser Erde gibt es Krieg. Wir dürfen uns hier glücklich schätzen. In Österreich gibt es schon seit etlichen Jahren Frieden und ich hoffe, es bleibt auch so. Aber ich kann mich erinnern, kurz bevor ich nach Österreich gekommen bin, nach Graz, gab es den Krieg in ehemaligen Jugoslawien. Und die Brüder aus der Steiermark haben berichtet, also das ist nicht so weit, die Grenze zum jetzigen Slowenien, dass man da manchmal auch die Kanonen gehört hat. So weit ist es nicht. Und wenn man auf das eigene Leben schaut, es gibt immer wieder das Leid um uns herum, manchmal auch sogar in unserem Leben. Wenn man Menschen sieht, die gescheitert sind, die von Krankheiten geplagt werden. Das ist eine Wirklichkeit, in der wir uns bewegen. Gott sei Dank nicht nur. Es gibt genug Anlässe und Dinge, über die wir uns freuen können, genug Schönes in dieser Welt. Und das ist gut so. Und Gott möchte uns auch die Augen dafür öffnen. Aber jeder von uns ist auch ein Gezeichneter. Sei es vom Leid oder von Freude. Aber unsere Geschichte, meine und deine Geschichte, macht uns aus. Ich bin der ich bin, weil ich einiges erlebt habe. Du bist ein anderer Mensch, weil du etwas anderes erlebt hast und Gott dich auch anders gemacht hat. Er möchte uns Menschen zeigen. Erstens, jeder von uns ist einzigartig. Und Gott schämt sich unser nicht. Von was auch immer du gezeichnet bist in deinem Leben, wenn es echt peinliche Dinge sind, dann kann man sich schon schämen. Aber auch wenn es gute Dinge sind. Gott wendet sich nicht von uns ab. Er ist derjenige, der sein Angesicht uns immer zeigt. Das ist auch das Bild dafür, für diese 144.000, die gezeichnet sind, die also das Leben erlangen werden in der Ewigkeit. 144.000 ist eine einfach symbolische Zahl, sie bedeutet alles, also alle. Alle sind wir irgendwie gezeichnet von unserem Leben, sei es im Guten oder im Schlechten. Gott nimmt das an. Er ist derjenige, der diese Zeichen auch sehr gut lesen kann. Manchmal kann man sich selber nicht eingestehen, dass dieses oder jenes so einen großen Einfluss auf mich hatte, dass es mein Leben verändert hat. Gott weiß es. Und er wird sich nie von dir abwenden.
weil er hat dieses Buch des Lebens vorbereitet, für mich und für dich. Da sind unsere Namen, unabhängig davon, was wir getan haben oder tun werden. Wir leben, nicht nur hier, sondern auch in der Ewigkeit. Wie dieses Leben in der Ewigkeit ausschaut, das ist auch letzten Endes unsere Entscheidung. Aber das steht hier nicht zur Debatte. Wir sind in seinen Händen. Und Gott ist auch einer, der manchmal so fern erscheint wie in dieser Vision, dass er da irgendwo auf einem Thron sitzt, da gibt es so irgendwelche Ältesten und komische Lebewesen und die werfen sich vor ihm nieder und so müssten wir auch sein. Aber ich glaube, dass Jesus auch etwas anderes von Gott zeigt. Klar, vor Gott muss man auch Ehrfurcht haben. Er ist nicht wie ich und du. Er mag manchmal wie unser Freund erscheinen, ist es auch, aber er ist ganz anderes. Er ist nicht wie wir Menschen. Darf man sich nichts vormachen, muss man sich nichts vormachen. Gott denkt anders, er ist anders. Und manches werden wir nie verstehen, warum er so handelt und nicht anders. Aber er ist auch einer, der auf Augenhöhe mit mir und mit dir sein will. Deswegen hat er seinen Sohn uns gegeben, Jesus, der uns zeigt, dass er auch ein Gott auf Augenhöhe sein kann. Nicht nur einer, der ganz anders ist, sondern auch einer, der unser Leben kennt. Und wenn wir die Bergpredigt heute hören, also die Seligpreisungen, also das ist der Anfang der Bergpredigt eigentlich, wenn wir diese Seligpreisungen hören, zu wem spricht Jesus eigentlich? Da sammeln sich Leute um ihn herum. Und was für Leute sind denn das? Das sind Arme, Trauernde, die Gewalt in ihrem Leben erfahren haben, die hungern, dürsten, die Gerechtigkeit nicht erfahren können, die, mit denen man unbarmherzig war, die, deren Herz vielleicht beschmutzt wurde, die kein reines Herz mehr haben. Zu solchen Menschen spricht Jesus. Und er sagt eben diesen Menschen, selig seid ihr. Also selig bist auch du. Überall dort, wo du spürst, dass du scheiterst, dass es in deinem Leben vielleicht nicht so funktioniert, wie es sollte, oder wo du dich wirklich freuen kannst über etwas, was in deinem Leben gut gelingt, wo du glücklich bist. Selig bist du. Nicht, weil du etwas erfährst in deinem Leben. Also diese Seligpreisungen sind nicht an eine Bedingung geknüpft. Das ist eine Zusage Gottes. So wie dieses Buch des Lebens aus der Offenbarung des Johannes, wo alle verzeichnet sind. So ist diese Seligkeit für uns alle eröffnet. Und wir feiern heute das Fest Allerheiligen. Und ich möchte euch von einer Frau erzählen, die noch nicht heilig gesprochen ist, aber die wirklich ein heiliges Leben geführt hat. Ich weiß nicht, ob ich es schon einmal erzählt habe. Sie hieß Chiara Corbella Petrillo, eine Italienerin, eine ganz junge Frau, die sehr lange gehadert hat, ob sie einen Mann heiraten soll oder nicht. Ihr Mann heißt Enrico. Und sie hat sich dann entschlossen, den Weg mit ihm und mit Gott gemeinsam zu gehen. Das erste Kind, was sie bekommen haben, sie hatte es Angst, ihrem Mann zu sagen, was das für ein Kind sein wird. Anencephalie, also das Gehirn hilft. Die Ärzte haben gesagt, vielleicht 20, 30 Minuten nach der Geburt wird das Kind leben. Sie hat gesagt, er hat zuerst gehadert, ob sie es ihrem Mann sagen soll, was er von ihr denken wird. Sie hat sich ihrem Mann vertraut, er hat sie umarmt. Sie hat das Kind geboren und die Ärzte wollten das Kind gleich nach der Geburt wegnehmen, dass sie es nicht sehen muss. Sie hat es verhindert und es ist in den Armen ihrer Eltern verstorben. Sie ist zweites Mal schwanger geworden. Und das zweite Kind hatte auch irgendeinen Fehler. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was das war. Aber die Ärzte haben auch gesagt, das Kind wird nicht überleben.
Alle haben ihr zur Abtreibung geraten. Sie hat gesagt, nein. Und sie hat auch dieses Kind geboren. Es ist auch in den Armen der Eltern gestorben. Und als ihre Freunde sie gefragt haben, warum sie das macht, hat sie nur eines gesagt, diese Kinder sind nicht für mich. Ich habe sie für den Himmel geboren. Sie ist drittes Mal schwanger geworden und diesmal ist das Kind gesund gewesen. Der Sohn lebt, also der heißt, glaube ich, Francesco, aber etwas anderes ist gekommen. Man hat bei ihr Krebs festgestellt und die hatte nicht mehr lange zu leben. Sie ist sehr jung gestorben, aber die letzten Monate in ihrem Leben waren unglaublich. Sie hat sie im Kreis ihrer Familie, ihrer Freunde verbracht. Sie hat ihre Freunde kurz vor ihrem Tod nach Medjugorje eingeladen. Sie haben alle gedacht, dort wird um ihre Heilung gebetet. Nein, sie wollte sich von ihnen verabschieden. Und sie ist mit einem Lächeln im Gesicht gestorben. Warum sie lächeln konnte nach so einem Leben, vom Leid geplagt, also wenn man jung ist, sie ist keine 30 geworden, wie sie gestorben ist. Zwei schwere Geburten hinter sich gehabt. Eigentlich nur Leid in ihrem Leben, dann auch der Krebs. Warum konnte sie am Ende lächeln? Weil sie wusste, wohin sie geht. Klar hatte sie Angst. Klar hatte sie Zweifel. Sie hat gehadert und nicht jeder Tag war schön. Aber am Ende konnte sie lächeln, weil sie wusste, wohin sie geht. Und das Beeindruckendste aus ihrem Leben, was ich gesehen habe, ein Video, wo Teile aus, also in diesem Video aus ihrer Hochzeit sind mit Enrico, war ein schönes Lied für sie geschrieben und gesungen hat bei der Hochzeit. Und dann Ausschnitte aus ihrem Begräbnis, wo auch ihr Mann da sitzt und genau dieses Lied singt. Und er hat nicht geweint. Er war überglücklich, dass seine Frau in den Händen des Vaters ist. Also ich denke mir, ich könnte sowas nicht wahrscheinlich. Aber für mich ist es ein Zeichen, wie wir Christen leben sollten. Ohne Angst vor dem, was das Leben bringt. Ohne Angst. Im großen Vertrauen auf den, der uns erschaffen hat, der uns das Leben geschenkt hat und es nicht nehmen wird. Deswegen dieses Buch des Lebens in der Offenbarung des Johannes. Aus diesem Buch kann nichts gelöscht werden. Und ich wünsche es mir und euch allen. Lebt so wie diese junge Frau. Ohne Angst und im großen Vertrauen auf den, der uns alle heilig machen kann. So wie wir, damit wir dann irgendwann so wie diese Vision sind, damit wir in weißen Gewändern vor Gott stehen. Diese weißen Gewänder stehen einfach dafür, dass wir glücklich vor Gott sein können. Glücklich. Das ist alle Heiligen. Eine Erinnerung daran, dass wir alle zur Heiligkeit berufen sind. Nicht nur einige Auserwählte. Und es kann jeder von uns im eigenen Leben auf die eigene Art und Weise werden. Man muss nicht heilig gesprochen werden, das ist nicht wichtig für dich, vielleicht für die anderen, damit du Beispiel bist. Aber es geht darum, dass wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Gott uns gibt. Dazu braucht man nur die Augen aufmachen, dieses Vertrauen in ihn zu lernen. Es ist nicht immer einfach, aber man kann es. Und voll Zuversicht leben. Ohne Angst vor dem, was kommt.